Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash, die Leuchtturminsel will erforscht werden. Wir müssen ein weiteres Mal in die Reverse-Welt, die wir ja schon kennen, schätzen und lieben gelernt haben. Ich bin sehr gespannt, ihr hoffentlich auch, wie diese hier aussehen wird. In jedem Fall genauso finster wie auf der vorigen Insel auch schon. Okay. Ich denke mal, wir sind bereit. Und was mich vor allen Dingen interessiert, ist, was jetzt wohl hier beim Wasserfall so Schönes zu bestaunen gibt. Dafür müssen wir erstmal hier runter und oh, Buhu. Ich will Buhus hier nicht haben. Ich mag keine Buhus. Es klingt sicher seltsam, aber ich mag diese Wand. Die sieht vor allen Dingen auch ziemlich brüchig aus, wenn ich mal so sagen darf. Oh. Hier ist wieder so ein Zeichen für einen Entfaltungsblock. Das heißt, irgendwo hier muss es einen Entfaltungsblock geben. Unter der Wand vielleicht? Oh ja. Aber... Moment. Da fehlt doch was, oder? Da fehlt die Farbe. Und wir kommen hier so nicht weiter. Ohne den Entfaltungsblock anscheinend. Das heißt, ich habe eine Idee. Wir müssen einfach schauen, was sich in der diesseitigen Welt getan hat. Vielleicht können wir jetzt ja irgendwas da machen, was vorher nicht möglich war. Schön wär's ja. Und vor allen Dingen wäre es sinnvoll, weil ansonsten weiß ich nicht genau, wo es hingeht. Aber ich sehe es schon. Einfach hier einfärben und dann müsste in der Reverse-Welt ebenso der Block voll Farbe sein. Aufpassen auf die Blooper. Mit denen will ich auch nicht kämpfen. Darauf kann ich gut und gerne verzichten. Okay, jetzt dürfen wir gespannt sein, ob unser Plan mal ebenso aufgegangen ist. Also eigentlich schon. Alles andere würde mich dann doch schon etwas wundern. Jo, alles klar. Lol. Oh, ich sehe es kaum. Wir müssen uns jetzt hier durchwursteln und dürfen nicht von den Hammerbrüdern attackiert werden, oder? Mal gucken, ob das klappt. Aua, aua. 18 Schadenpunkte? Einfach so? Das schaffen wir ja nie. Wir müssen welche besiegen. Wir müssen welche besiegen. Ansonsten kommen wir da garantiert nicht durch. Und ich mag diese Kampfmusik einfach. Ich finde sie so wunderbar. Gut, für dich machen wir einen Doppelhuchhammer. Das dürfte genügen. Ein Eisbruder ist das übrigens. Der wirft hier auch mit Eisblumen, wenn man so will. Schwupps. 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 Und schwupps. Und. Tschüss. Nicht ganz, aber... Einen haben wir ja noch. Ein Hammer. Und das reicht dann in jedem Fall. Tschüss. Gut, ich frage mich, ob wir alle besiegen müssen. Oder reicht vielleicht jeder zweite aus? Aua! Boah, Alter, ist das heftig. Die sind aber auch gemein. Und die machen uns ja mehr Schaden als im Kampf. Gut, was machen wir jetzt? Ein Doppelsprung? Ja. Der Hochhammer doppelt hat gereicht. Sprung hoffentlich auch. Ah, doch, müsste reichen. Dips, 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 dips und schwupps. Reicht nicht? Alter. Wie dumm. Okay, dann noch ein Hüftpushen hinterher. Habe ich zwar jetzt auch nicht so Lust drauf mehr jetzt, aber okay. Immerhin haben wir so wieder ein bisschen mehr Platz in unserem Karteninventar. Dups, 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 dups,
Typs 8, 9 und 10. Aber ich war mir so sicher, dass ein Doppelsprung reichen wird, aber... Ich habe mich wohl getäuscht. Aber die Experience schadet ja auch nicht. Wow. Okay, ich hoffe, das reicht jetzt schon aus. Insofern, hua. Tschüss, 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 tschüss. Nein! Och Mann, das reicht immer noch nicht aus. Und jetzt brauche ich in jedem Fall mal einen Pilz, weil sonst könnte das ein bisschen schwierig werden. Nehme ich einen großen? Nee, oder? Ein kleiner reicht auch aus. Moment, da habe ich einen. Und eine Feuerblume. Das dürfte auch genügen. So. Hier habe ich eine. Ja, gut. Bereit zum Angriff. So, erstmal KP wiederherstellen. Und dann dürfte ja Feuer gegen Eis schon effektiv sein, oder? Jo. Das reicht. So, wenn es jetzt noch nicht genügt, dann weiß ich auch nicht. Also das muss jetzt ausreichen. Noch mehr von euch will ich nicht besiegen, ehrlich gesagt. So. So, Moment. Und schwupps. Und das hat gereicht. Und jetzt eine Brücke. Sehr nice. Okay. Das heißt, wir können weiter Richtung Turm. Leuchtturm. Schattenturm. Ich hab Angst. Oh. Ich will nicht kämpfen mit dir. Hua. Ich hab eine Buhu-Phobie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, das war jetzt eine Hochhammerkarte, eine doppelte. Auf die können wir verzichten. Ich würde sagen, zuerst einmal wollen wir... Doch, hier außen könnte noch was sein, vielleicht. Hilfe, 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 Hilfe. Wow! Alter, das war eine Überraschung jetzt. Das war jetzt eine Überraschung. Okay, aber... Mit euch mache ich hoffentlich kurzen Prozess... Mit einem großen Jump und einem Hüftpushen. Der große Jump dürfte für den Einzelnen auf jeden Fall reichen. Und die Stapelbuhus müssten ja eh schwächer sein als normal. Tschüss, 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 tschüss und tschüss. Sehr gut. Also der Hüftpushen ist doch nicht so ganz unnütz wie... Zuerst gedacht. So. Experience nehme ich gerne mit. Und dann dürfen wir mal hinein. In den Leuchtturm. Und ich bin gespannt, wie der hier so ausschauen. Vermag. Gibt's hier irgendwo Licht? Help me? Hilfe? Was? Nee, oder? Oh nö. Die Käfermeute. Wie soll man denn da den Weg finden? Ich hab mir sowas schon gedacht, dass da irgendwie Löcher sind. Oh Mann, okay. Powerblock. Großer Hammer. Und großer Eisensprung. Ich hab mir sowas schon gedacht. Mensch, jetzt haben wir hier die Falle. Dübs, dübs. Alle erstmal auf den Kopf gelegt. Und dann. Bams. Und schwupps, 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 schwupps. Und das hat gereicht. Zum Glück. Große Karten sind doch hilfreicher als gedacht. Hilfe. Da sind noch eine ganze Mega-Menge Meute. Boah. Ich komme jetzt nicht an dem Experience-Teil ran. Egal. Okay. Ich habe eine Idee. Ja, es war so klar. Wir können uns hier den Weg mit unserer Farbe markieren. Finde ich persönlich auch sehr nice.
Und das macht die Farbe auf jeden Fall noch sinnvoller. Und hier ist es anscheinend auch sehr sinnvoll, dass wir ziemlich viel Farbe mit uns tragen können. Boah, Alter. Das hier ist verkehrt anscheinend. Hier geht's... Boah, Alter, ein kleiner falscher Schritt und schon geht's wieder nach unten. Ich hoffe, dass die Farbe gespeichert bleibt. Unser Fortschritt, wenn man so will. Okay. Bisher sind wir anscheinend nicht so verkehrt und unser Farbrepertoire ist noch nicht aufgebraucht. Da habe ich immer so ein Auge drauf. Das wäre jetzt natürlich sehr doof, wenn es daran jetzt scheitern würde. Okay, das ist die Treppe hier. Okay. Es geht höher. Hilfe. Finde ich echt sehr innovativ, muss man schon sagen. Neuer Raum, neues Glück. Fand ich hier irgendwo auch so eine Kiste, die doch in der realen Welt nicht kaputtbar war. War das nicht hier? Oh ja, hier war eine Kiste. Bringt aber anscheinend auch so schnell nichts. Und hier ist sonst auch nichts. Eine Sackgasse also. Abgesehen, wie gesagt, von dieser merkwürdigen Kiste, was auch immer die jetzt vermag. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr bunter Pfad. Sieht ein bisschen aus wie so ein Regenbogenpfad. Gibt's noch eine Etage oder sind wir dann oben? Ich hoffe, wir sind dann oben. Gehe ich überhaupt hier richtig? Nee, oder? Das ist eine Sackgasse wahrscheinlich. Oder auch nicht. Puh. Da hinten ist Treppe auf jeden Fall. Da hinten ist die Treppe und die will ich in jedem Fall erreichen, ohne runterzufallen, weil das wäre jetzt sehr bitter. Okay. Gut, bitte, lass uns oben sein. Das sieht gut aus. Und seht ihr auch, was ich sehe? Ein Dings! Und das nehme ich doch gerne mit. Und mit dieser Glühbirne dürfen wir doch normalerweise den Leuchtturm wieder ausleuchten. Bringt elektrisches Licht ins Dunkel und schränkt das Sehvermögen von Sonnenbrillenverächtern ungemein ein. Das glaube ich. Aufs Wort. Okay, das heißt, wir müssen zurück zum Leuchtturm der Lichtwelt. Beziehungsweise der realen Welt. Moment. Nee, oder? Hallo? Wow! Alter, nein, 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 nein. Das ist aber auch gemein. Das jetzt einfach mal so... Ja. Wie hier so verarscht worden. Vor allen Dingen, warum ist unser Regenbogenpfad jetzt weg? Das war doch eben noch da. Okay, bitte, ich will abhauen. Danke. Jetzt irgendwie hier außen lang. Und dann bloß raus hier. Mehr sollten wir hier nicht haben normalerweise. Und jetzt will ich nichts wie weg. Hua. Das war diesmal ein relativ kurzes Abenteuer. Hier in der Reverse-Welt. Aber gut. Bisschen voll Kämpfe. Macht ja auch Spaß. Gut, okay. Dann mal nichts wie zurück. Und ich hoffe, dass hier alles noch beim Alten ist. Und wir den Leuchtturm schnell betreten können. Und mit der Glühbirne alles erleuchten dürfen, können, sollen. Ich bin ja... Oh, hier sind Münzen auf einmal. Immerhin besser als Eishammerbrüder. Daran sieht man, die reale Welt ist auch ein bisschen chilliger als die Reverse-Welt. Auch wenn ich die Musik in der Reverse-Welt irgendwie cool finde. Ich weiß nicht warum.
Klingt so ein bisschen retro, aber irgendwie auch zukunftsmäßig, futuristisch. So, okay. Hier dürfte im Normalfall der Leuchtturm sein und uns erleuchten, hoffentlich. Unsere Toad-Freunde sind immer noch hier draußen, am Chillen, wollen immer noch nicht helfen, nicht so wirklich, weil sie uns natürlich einen Vortritt lassen. Ist natürlich klar. So, was ist hier jetzt eigentlich mit der Kiste passiert? Mit dieser merkwürdigen Kiste. Die müsste doch jetzt hier auch kaputt sein, oder nicht? Oh, ein Rettertoad. Du hast die Kiste aufgekommen. Wie hast du das gemacht bloß? Das ist ja komisch. Rettertoad Nummer 22, bereits im Einsatz. Ab zum Rapport bei unserem Anführer im Terrakotta-Tempel und tschüss. Also ein Rettertoad. War so anscheinend sehr gut, dass ich noch daran gedacht habe, diese Kiste zu finden. Im dunklen Turm. So, und jetzt dürfen wir normalerweise eine Karte einsetzen. Und welche wird das wohl sein? Erst nochmal ganz kurz schneiden, nicht vergessen. Und dann kommt unsere Glühbirne zum Einsatz. So. Färben nicht vergessen. Und dann... dürfen wir gespannt sein. Auch geil, dass eine Glühbirne... eine einzig große Glühbirne den ganzen Leuchtturm zum Leuchten verhilft. Und da ist ein kleiner Farbstern. Den brauchen wir. Sehr nice. Oh yeah. Ein Farbstern. Was für schmissige Musik ist das denn? Das ist doch gleich viel besser. Danke, Mario. Ja, das finde ich sehr nice. Okay. Der freut sich, der hat erstmal hier gleich seine Beatbox angemacht und wir können wieder rauf auf See. Können wir abkürzen, können wir auch, das finde ich auch sehr nice. Okay, dann mal nichts wie hinaus, in die Freiheit, auf See. Und die weite See ist doch die Freiheit. Oh Mario, dir geht's gut. Wir haben gerade einen Schrei aus dem Leuchtturm gehört. Ich dachte schon, es könnte ich zur Abwechslung mal dich retten, aber es war am Ende wohl nur falscher Alarm, zum Glück. Der Leuchtturm ist auch wieder in Betrieb. Dann können wir jetzt endlich in See stechen. Alles ist gut. Ja. Als wenn der uns geholfen hätte. Och, er hätte uns gerettet. Das ist ja süß. Naja, zurück zum Schiff. Der Captain und Fabian haben schon so ein bisschen Ähnlichkeit, oder? Beide tun so, als würden sie uns gerne retten wollen, aber am Ende... naja. Oh. Hilfe? Ich bin ja auch verkehrt hier übrigens. Wir müssen eigentlich doch nur dem Weg hier folgen, oder? Ja, genau. Und dann auf. Moment, wir können doch direkt wieder in den See stechen, oder? Möchtest du in den See stechen? Na klar will ich das. Was sonst? Auf zum Farbstern. Und was ist das für ein Totenkopf? Was ist das für ein Totenkopf? Dieser bedrohliche Schädel, genau wie im Logbuch des Kapitäns. Das muss die Schatzinsel sein. Wir haben der Irrsee, Strudeln und der Finsternis getrotzt und sind jetzt endlich hier. Wir haben es geschafft. Okay. Das sieht bedrohlich aus. Aber erst einmal den kleinen Farbstein einsammeln. Und ich glaube dann... dürfte uns ein weiteres, finales Kapitel erwarten. Schätze ich jetzt mal. Okay. Farbstern, weise uns den Weg. Was liegt da Großes vor uns? Wow. Wow, wow, wow. Das sieht wirklich bedrohlich aus. Und eine weitere Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Erscheint beim nächsten Mal. Geht's weiter. Und zwar die Schatzinsel. Da gibt's den nächsten großen Farbstern. Wir dürfen alle gespannt sein.
Beim nächsten Mal geht's weiter. Und bis dahin, macht es gut.